Hier die Dinge, die ihr vor einer Marokko-Reise wissen solltet. Geld. Die marokkanische Währung ist der Dirham, der weder ein- noch ausgeführt werden darf. Ich bin am Flughafen in Casablanca angekommen und habe die Auskunft erhalten, dass es keinen Geldautomaten gebe. Ihr könnt also am Flughafen nur Geld tauschen und solltet dafür ein bisschen Zeit einplanen. Denn die Marokkaner sind hier sehr gründlich und das Prozedere dauert bei jedem einige Minuten. Wenn ihr dann im Land Geld am Automaten abheben möchtet, kann es häufiger vorkommen, dass dieser kein Geld ausspuckt. Dann heißt es, nicht die Geduld verlieren und einfach nach dem nächsten Automaten suchen. Bezahlen könnt ihr in Marokko aber häufig auch genauso gut mit Euro wie mit Dirham. Mobile Daten. Ebenfalls im Ankunftsterminal des Flughafens von Casablanca habe ich einen Stand des Mobilfunkanbieters Orange gefunden. Die SIM-Karte gab es kostenlos und 5 GB haben mich im Oktober 2018 ca. 5 Euro gekostet. Das war für mich mehr als ausreichend. Ich hatte in Marokko zwischendurch immer mal wieder Funklöcher, doch leider kann ich nicht sagen, ob dies mit anderen Anbietern besser ist. Wenn ich in den verwinkelten Gassen der Medinas und Souks unterwegs war, konnte ich mich dank Google Maps ganz gut orientieren. Hier war die SIM-Karte wirklich Gold wert. Sicherheit. Marokko gilt als ziemlich sicheres Reiseland und ich muss sagen, ich habe mich in keinem Moment unsicher gefühlt oder hatte Angst um meine Wertgegenstände. Allerdings war ich auch nicht nachts allein unterwegs. Zudem sollte man natürlich weder zu sorglos sein, noch mit seinen Reichtümern protzen. Problematischer ist eher der Verkehr. Ich bin froh, dass ich nicht selber gefahren bin und habe als Fußgänger aufgepasst. Trinkgeld. Das spielt in Marokko eine größere Rolle und wird eigentlich von jedem, der mit Touristen Kontakt hat, erwartet. Handeln. Die mehr oder weniger hohe Kunst des Handelns ist in Marokko gerade auf den Zugs, aber zum Beispiel auch bei Taxifahrten extrem wichtig. Denn oftmals sind Touristen schlicht die sprichwörtliche Weihnachtsgans, die ausgenommen werden kann. Last but not least, der Islam. Da der Islam auf viele Bereiche des täglichen Lebens Einfluss hat, fällt dieser Punkt etwas umfangreicher aus. So dürfen die wunderschönen Moscheen in Marokko, anders als in anderen muslimischen Ländern, von Ungläubigen nicht betreten werden. Ihr als Tourist bleibt also draußen. Eine Ausnahme bildet die Hassan II. Moschee in Casablanca. Auch das islamische Bilderverbot ist in Marokko extrem ausgeprägt. Ich habe bisher nirgendwo auf der Welt erlebt, dass es als so störend empfunden wird, wenn Fotos gemacht werden. Eigentlich gilt das Bilderverbot, das sich auf Darstellungen von Mensch und Tier bezieht, nämlich nur im Hinblick auf die religiöse Verehrung. Hier in Marokko wird es aber selbst dann als störend empfunden, wenn die Bilder keinem religiösen Zweck dienen. Wer also gerne filmt oder fotografiert, sollte dies wissen. Als Tourist sollte man meiner persönlichen Meinung nach die Gepflogenheiten hinsichtlich der Bekleidung zumindest etwas respektieren und nicht allzu leicht bekleidet herumlaufen. Auf der anderen Seite trage ich persönlich aber auch nicht freiwillig ein Kopftuch. Restaurants, in denen ihr zum Essen ein Bier oder einen Wein bekommt, findet ihr außerhalb der Touristenhochburgen eher selten. Üblicherweise gibt es Wasser, Softdrinks und natürlich Berber-Whisky, also den typischen Pfefferminztee, der auf der Basis von grünem Tee hergestellt wird und den die Marokkaner mit extrem viel Zucker süßen. Das Ganze natürlich ganz ohne Alkohol. Dass ihr kein Schweinefleisch erhalten werdet, ist eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Steigt doch einfach mal auf Kamelfleisch oder Ziege um. Grundsätzlich bilden noch aus der französischen Kolonialzeit heraus der Samstag und der Sonntag das Wochenende. Doch ich habe es so erlebt, dass auch an Freitagen nicht immer alles geöffnet hatte.
Fragt also besser vorher nach den Öffnungszeiten oder erkundigt euch im Internet.